In diesem Video möchte ich mal meine Erfahrung mit einer Transcend MicroSD-Karte mit euch teilen. Ich habe die 2016 bei Amazon gekauft. Nach ein paar Monaten musste ich die das erste Mal schon einschicken, da die einen Schreib- oder Lesefehler hatte. Und jetzt sind 2 Jahre rum. Also ich hatte die April 2016 gekauft, wenn ich mich recht erinnere. Und die 2 Jahre sind jetzt rum und jetzt ist sie wieder kaputt gegangen. Und zwar ist sie in den Schreibschutzmodus gegangen. Das heißt, ich kann alle Daten, die da drauf sind, noch einwandfrei auslesen, konnte mir die ganzen Daten auch runtersichern nochmal auf dem PC. Aber ich kann die weder formatieren noch sonst irgendwas damit veranstalten. Auch im Handy konnte ich sie nicht formatieren. Auch alle Fehlerbehebungen, die es so gibt, sind fehlgeschlagen. Die Karte glaubt, sie wäre im Schreibschutzmodus und lässt sich da auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Das heißt, die Karte ist jetzt erstmal für mich Schrott, so wie sie ist. Aber da gibt es noch eine Garantie von Transcend, die ist 5 Jahre lang ab Kaufdatum und habe gedacht, naja gut, ich kann es ja mal versuchen, was die mir so anbieten können. Ich habe die angeschrieben und die Lösung war jetzt, die Karte einmal in Makro-Modus abzufotografieren. Hier hinten sieht man dann, ich weiß nicht, wie kann man, glaube ich, schlecht erkennen. Ich versuche mal die Kamera zu fokussieren. Hier hinten ist dann eine Nummer drauf, die Seriennummer, und das wollten die von mir haben. Hab denen das auch also abfotografiert und geschickt. Das hat aber nicht gereicht. Sie wollten am Ende das Teil dann retourniert haben. Ich habe daraufhin gefragt, ja, wenn ich es retourniere, da sind meine ganzen privaten Daten drauf, inklusive privater Fotos, wie kann ich das vorher löschen? Ja, das geht natürlich nicht. Selbst formatieren geht ja nicht durch diesen Schreibschutzmodus. Und was noch dazu kommt, ich müsste noch die Portokosten übernehmen, um die Karte einzuschicken. Wie gesagt, die Karte hat damals irgendwas mit 16 Euro gekostet. Ja, dann plus Versand jetzt noch und mit dem Risiko, dass meine Daten vielleicht von jemand anders ausgelesen werden, habe ich mich dann gegen den Versand entschieden. Natürlich kann nicht Transcend da verstehen, die wollen das natürlich gerne haben, die haben mir auch versichert, dass sie die Daten nicht angucken. Ja, aber ich gebe trotzdem meine ganzen Daten unverschlüsselt außer Haus, also da habe ich wirklich keine Lust drauf. Nichtsdestotrotz möchte ich da die Kritik ein bisschen dran üben. Die Karte ist mir jetzt innerhalb von 2,5 Jahren ungefähr 2-mal kaputt gegangen. Das ist für eine Micro-SD-Karte ein schlechter Scherz. Ich habe so viele SD-Karten, Micro-SD-Karten schon erlebt. Ich habe noch keine geschafft, bei normaler Benutzung kaputt zu bekommen. Ich habe hier zum Beispiel noch eine ganz alte 256 Megabyte-Karte, die in der Kamera genutzt wurde. Ja, die geht heute auch noch einwandfrei hier. Das ist eine SanDisk aus China. Ich gehe schwer davon aus, dass die gefälscht ist. Die hat auch immer wieder mal so ein paar Wackler gehabt. Aber selbst die kann ich eigentlich noch benutzen. Hier SanDisk 4 GB und hier eine Kingston mit 8 GB. Ich habe es wirklich noch nicht geschafft, so eine MicroSD-Karte kaputt zu kriegen, und bei der Transcend passiert es dann gleich 2-mal in 2,5 Jahren. Ja, das ist dann, kann das Zufall sein. Naja gut, wer sich mit Statistiken ein bisschen auskennt, weiß, dass das wohl nicht der Fall ist. Auch bei Amazon kann man bei den Reviews sehen, dass es wohl mit den Transcend-Karten doch das ein oder andere unschöne Problem gibt, nämlich dass nach über 2 Jahren die Karten einfach ausfallen. Ich werde jetzt in Zukunft nur noch Kingston, SanDisk oder Samsung-Karten kaufen. Die haben ja generell einen guten Ruf und da hat man solche Sachen eher weniger gehört. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt mit SD-Karten oder Flash-Speicher allgemein, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare.